Es ist 17.51 Uhr und um 21 Uhr fahren wir hier los. Und deswegen habe ich 3 Stunden Zeit für Füße, danach duschen, Haare, Kleid aussuchen, Make-up. I'm still afraid of the dark. The morning's scarier. Okay, the moment has come. Wir probieren jetzt die Kleider an. Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe um die 2,5-3 Stunden, glaube ich, Zeit, um mich fertig zu machen. Ich muss gleich nochmal auf die Uhr schauen. Um 20 Uhr fängt heute unser Winterball an. Ich freue mich irgendwie voll. Ich bin mal gespannt. Ich hatte heute nur voll den anstrengenden Tag bis jetzt und die ganze Woche war anstrengend. Und das zieht mich so ein bisschen runter, weil wir heute auch eine Prüfung hatten und irgendwie bin ich ein bisschen erschöpft. Aber egal, ich mache trotzdem das Beste draus. Ich habe 3 Kleider zur Auswahl. Das war bei der Änderungsschneiderei und das auch. Und das sitzt gar nicht so super. Das sitzt wirklich sehr gut. Aber ich bin mir irgendwie noch nicht sicher, welches ich anziehe. Das Silberne ist nämlich auch ultra schön. Das ist halt lang. Das Ding ist, wir sind uns alle unsicher, was andere anziehen, weil manche ziehen halt wirklich ihre Abiballkleider an, also mega fancy, andere halt kürzere Kleider. I have no idea. Aber bevor ich mich darum kümmere, ich habe meine Fingernägel schon gemacht, sogar schon vor einer Woche, aber die sehen noch gut aus oder weniger als eine Woche ungefähr. Das ist übrigens mit Neonail, love it. Und ich muss meine Füße unbedingt machen, die zeige ich euch jetzt nicht. Aber ich trage offene Schuhe auf jeden Fall. Also wahrscheinlich eins von den Paar. Die sind beide von Steve Mandy. Und ich wollte irgendwas mit Glitzer, aber ich weiß nicht. Ich habe auch noch schwarze Schlichte. Weiß nicht, ob das zu viel ist, zu viel Glitzer. Mal gucken. Ich wollte euch einfach ein bisschen mitnehmen und so ein bisschen vloggen. Ich hoffe, das ist interessant. Der Winterball ist übrigens von unserer Uni. Und das ist auch mein erster Winterball. Der findet eigentlich jährlich statt, aber wegen Corona letztes Jahr leider nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr. Okay, ich würde sagen, wir fangen an, sonst wird das alles zeitlich ein bisschen knapp. Mit meinen Füßen. Yes, okay. Es ist übrigens 17.51 Uhr und um 21 Uhr fahren wir hier los. Und deswegen habe ich 3 Stunden Zeit für Füße, danach duschen, Haare, Kleid aussuchen, Make-up. 3 Stunden hört sich viel an, aber ich glaube, das ist gar nicht so viel. Ich hätte vielleicht fast früh anfangen sollen, aber ich habe gerade noch was für eine Kooperation gemacht und davor war ich einfach müde und habe was gegessen und bin halt erst aus der Uni gekommen. Deswegen bin ich auch in so comfy Klamotten. Das ändern wir dann gleich. Aber ich habe hier meine Neonail-Lampe stehen und meine Farben und ich nehme übrigens, ich kriege da immer so viele Fragen, das ist jetzt Vanilla Sky, den ich benutze auf meinen Füßen. Das zeige ich euch, denke ich nicht, das ist ein bisschen weird. Aber das ist so ein bisschen durchsichtiger und das hier ist Cotton Candy, der ist so ein bisschen weißlicher. Ich wollte die eigentlich auch nochmal neu machen, aber es passt zeitlich nicht und die sehen eigentlich ganz schön aus. Ja, weiß ist gut. Okay, das ist jetzt erstmal nicht spannend und irgendwie ein bisschen komisch. Let's go. Ich habe Let's Friends wieder von vorne angefangen. Ist eine meiner Comfort-Serien und ich lieb's. Ich schaue das jetzt ein bisschen währenddessen. Nice. Okay, ready. Also meine Füße. Und jetzt gehe ich duschen, Beine rasieren, Haare waschen, das Ganze eincremen, dass ich mich gut fühle. Meine Haare sehen nämlich nicht mehr so schön aus und ich will einfach fresh sein. Es ist jetzt übrigens 18.28 Uhr. Also, ich bin gut in der Zeit. Ich muss mich natürlich jetzt erstmal abschminken, um mich dann gleich nochmal zu schminken. Super. Aber wenn ich Zeit habe, mache ich auch Lidschatten alles drauf. Also, geh mal früh out. Ich bin echt nur gespannt, welches Kleid ich anziehe. Ah, sowas stresst mich immer. Weil ich kann mich auch so schlecht entscheiden, jedes Mal. Naja, krieg ich schon hin. Okay. Ich habe jetzt auch wieder Nachschub von Bella bekommen. Ich liebe diese Fusion-Reihe, nur so. Danach fühlen sich meine Haare mal so gepflegt an. Ups! Okay, alles heil. Die beiden benutze ich noch. Dann zum Rasieren. Das ist so ein Showergel von Witches. Uno & Me Produkte zum Rasieren. Und mein Hey ist Trittrasierer.
Genau. Ich mach das, dass es so gemütlich hier drin ist. Ich habe meine Rap-Playlist. Fertig geduscht, habe jetzt was Bequemes wieder an. Wir machen jetzt meine Haare zusammen. Ist jetzt übrigens kurz nach 19 Uhr. Das heißt, wir haben noch genug Zeit, denke ich. Ja, safe. Okay. Das ist übrigens der Lockenstab von GHD. Der ist so ein bisschen breiter und ich liebe den. Jetzt mache ich was, was ihr nicht machen solltet. Und zwar nehme ich Haarspray. Noch schon ein bisschen vorm Locken in die Haare. Damit die so ein bisschen griffiger werden, weil ich die ja gerade erst gelockt habe und dann halten die Locken nicht so gut wie mit. Das sollte man eigentlich nicht machen, weil das nicht gut für die Haare ist. Aber ausnahmsweise für den Abend mache ich das jetzt mal. Okay. Get out my records. Also habe ich noch ein bisschen über eine Stunde und meine Haare sind soweit fertig. Ich werde die noch mehr auskämmen, aber ich mache das erst, bevor ich gehe. Sonst sind die Locken vielleicht zu ausgehangen. Wenn ich die ausbüste, sehen die nochmal ganz anders aus, also nochmal viel besser. Ich werde mich heute vielleicht mal ein bisschen mehr schminken. Ich habe irgendwie Lust drauf und es passt heute. Wann habe ich so eine Gelegenheit? Ich finde es eh lustig. Es ist so ein bisschen wie in so einem Highschool-Film. Also bei uns gibt es dann auch Ballprinz und Ballprinzessin und Ballkönigin und Ballkönig. Das eine sind die aus der Vorklinik, also wir, die noch nicht in der Klinik sind. Die könnten zu Prinz und Prinzessin gewählt werden und die anderen zu König und Königin. Und da kann man sich so nominieren lassen und so. Oder nominiert werden, ohne dass man es wollte. Und ich wurde nominiert. Aber ich habe gesagt, dass ich das nicht machen möchte, ich weiß nicht. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Ja, aber ich finde es an sich eigentlich eine ganz cute Idee. Es erinnert mich bloß wirklich an diese ganzen Highschool-Filme, die ich immer geschaut habe. Also das hat mir irgendwie in der Schule nie. Also ich finde es richtig cool, dass es bei uns so im Winterball, Sommerball, heurigen Abend und alles gibt. Mega nice. Ich vermische übrigens den Charlotte Tilbury Flawless Filter mit dem Wonder Glow von Charlotte Tilbury. Ich liebe deren Produkte, die sind halt auch voll teuer. Aber gerade dieser Flawless Filter macht voll den Unterschied. Dann glänzt meine Haut halt die ganze Zeit so. Das finde ich voll schön. Und wegen Kleidern, das war jetzt wirklich voll der Pain. Ich dachte, ich hätte ein mega schönes gefunden. Ich habe das wirklich schon vor einem Monat oder so bestellt. Das kam auch extra aus Amerika, sah perfekt aus, hat aber gar nicht gepasst und ich hatte denen halt extra meine Maße geschickt und so und die sollten es so anpassen lassen, weil es schon auch ein bisschen teurer war und auch was Besonderes und ja, ich musste es zur Änderungsschneiderei geben und die konnte das nur mit der Hand nähen, weil es halt so Pailletten sind und jetzt passt es richtig gut, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich heute so fühle. Es ist halt, ach, keine Ahnung, ich habe die Kleider die Woche abgeholt und ich hätte die anprobiert, als ich so fertig von der Uni nach Hause gekommen bin und habe mich dann in keinem Kleid richtig wohl gefühlt irgendwie. Deswegen muss ich gleich mal schauen. Ich benutze so ein bisschen so ein Tinted Serum von Typology. Einfach nur, dass ich ein bisschen eine Base drauf habe. Aber jetzt irgendwie nicht eine zu starke Foundation oder so. Und sonst kann ich ja vielleicht mal ein paar Fragen beantworten. Ich hatte euch nämlich vor einer Woche auf Instagram nach Fragen gefragt. Und zwar wollte ich so ein Q&A-Video drehen und ich mache das jetzt einfach hier rein. Ich würde gern mehr über den Studiumsalltag wissen, ist mega interessant. Ist halt immer voll abwechselnd, weil ab und zu haben wir halt nur ein paar Tage oder eine Woche einfach als Vorlesung und danach schon wieder das nächste. Oder jetzt die Woche hatten wir halt Montag, Dienstag im Labor, also Klammerbiegen und so weiter. Und jetzt
Mittwoch, Donnerstag, Freitag Phantomsaal, also an diesen Köpfen da rumpräparieren und so. Ich hatte dazu auch mal ein bisschen was in meiner Story gepostet auf Instagram, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Das ist auch in meinem Highlight gespeichert. Und es ist halt mega cool, weil meine Uni so voll praktisch orientiert ist. Das heißt, wir haben schon voll viele praktische Kurse. Wir hatten auch Leichen präparieren an echten Leichen. Schon krass. Ich war mir auch erst nicht sicher, ob ich das so sehen kann und so. Aber es geht schon. Das ist so eine komische Vorstellung und während man das macht, muss man das so ein bisschen ausblenden, dass das gerade tote Menschen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich so Sachen in meinem Video sagen kann oder ob ich dann von YouTube gesperrt werde. Ist auch ein empfindliches Thema. Ist halt gut für alle, die Medizin studieren, dass man halt sieht, wo welche Arterien, Venen, Nerven und so entlang gehen und dass man halt alles mal so richtig sieht. Ich habe da auch voll Respekt vor gehabt. Also ich wollte auch gar nicht an den Leichen rumpräparieren. Ich habe dann mir das mehr angeschaut. Das ist vielleicht auch mal eine gute Erfahrung gewesen, keine Ahnung. Aber ich brauchte das nicht. Ja, ein bisschen Konzil. Wie weißt du, dass du mit deiner Studienwahl die richtige Entscheidung für dich getroffen hast? Mega interessante Frage. Die wahre Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe halt ein Praktikum gemacht. Übrigens, ich benutze von Fenty Beauty jetzt den Contour-Stick. Lieb den in der Farbe Cocoa. Ab und zu hinterfrage ich das auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich wüsste nicht, was sonst mir passen würde noch. Und mir macht es auch wirklich Spaß. Nur, es kommt halt drauf an, manche Fächer sind halt dann nicht so meins. Oder wenn man was nicht direkt gut kann und viele das halt gut können. Man muss halt auch sagen, viele sind Zahnärztekinder und die haben halt schon viel gesehen und kennen sich damit viel aus und helfen dann öfters ihren Eltern oder so oder schauen da öfters zu in deren Praxis. Und diese ganzen Erfahrungen habe ich nicht. Oder Sophia war Zahnarzthelferin, die hat die Ausbildung gemacht. Und dann fühle ich mich halt nebendran ab und zu unfähig, weil die das dann schon voll gut kann und das schon tausendmal in ihrer Ausbildung gesehen hat, vielleicht dann auch selbst noch nicht probiert hat, aber trotzdem irgendwie da schon mehr Ahnung von hat. Und ich bin eine der wenigen, die nicht sowas gemacht hat oder keine Eltern hat, die Zahnärzte sind. Oder wir haben auch viele Zahntechniker und die haben ja dann auch schon ein ganz anderes Gefühl. Also die schon die Ausbildung gemacht haben zum Zahntechniker. Und was mich halt ein bisschen stört mit Social Media dann, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Social Media. Aber mein Studium beansprucht halt voll viel Zeit und ab und zu geht's voll. Kommt halt drauf an, was wir gerade haben. Aber die Woche zum Beispiel war so stressig. In meiner Story kam immer voll wenig und wenn halt nur zu meinem Studium. Ist halt ein bisschen doof. Okay, die Speicherkarte gewechselt und meine Kamera hat nicht so viel Akku. Super. Ich lade sie danach gleich wieder auf, damit ich euch wenigstens das mit meinen Kleidern zeigen kann. Achso. Wo ich stehen geblieben bin wegen Social Media. Und ab und zu wünsche ich mir, ich hätte ein Studium, was halt nicht so viel Zeit beanspruchen würde. Irgendwas, was ich vielleicht auch online studieren könnte oder so. Das habe ich halt bei Jackie gesehen. So. Die ist jetzt in New York mit Fabi und ich wäre auch so gerne gekommen, aber es geht halt nicht. Naja, Zahnmedizin ist halt auch ein sehr praktischer Studiengang. Und da muss ich halt viel in der Uni sein. Okay, ich benutze meinen Blush von NARS, den liebe ich. Ich beantworte schnell noch eine Frage. Wie schaffst du es so gechillt im Studium zu bleiben? Ich habe mich wirklich mega verändert. Vor allem im Vergleich zu meiner Schulzeit. Da war ich nämlich immer jedes Mal so aufgeregt. Und jetzt denke ich mir halt, dass ich das freiwillig mache. Also ich studiere freiwillig. Ich müsste nicht. Und dann stresse ich mich nicht so. Also und es ändert halt gar nichts, wenn ich mich stresse. Also dann setze ich mich unter Druck, dann wird es eher schlechter. Deswegen, ich versuche mich nicht zu stressen. Okay, meine Kamera blinkt. Ich zeige euch danach mein Make-up. Ich muss nur die Kamera aufladen, sonst seht ihr meine Kleider nicht mehr. Und ich glaube, das ist am interessantesten. Ich drehe aber, denke ich, bald mal ein Q&A und dann beantworte ich noch mehr Fragen. Okay, the moment has come. Wir probieren jetzt die Kleider an. Und ich hoffe, ich fühle mich da jetzt einfach wohl drin. Das ist immer so das Wichtigste. Aber ich bin ja schon geschminkt und ready gemacht und denke mal, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Wir probieren jetzt als erstes mal das Kleid an. Das ist auch bodenlang, hat einen Schlitz drin. Das ist übrigens von House of CB und so Gold und vom Rücken her ist es ultra schön. Aber das Ding ist, es sitzt nicht perfekt. Und ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Das wird sportlich. Okay, so sieht das aus.
Ich weiß nicht, seht ihr es ganz? Es ist halt hier ein bisschen weit, weil es hinten halt mega offen ist. Schon schön. Hier ist der Beinschlitz. Der hätte auch ein bisschen größer sein können. Ich habe den extra reinmachen lassen. Ich habe extra so eine Tasche bestellt. Von Amazon sogar. Ich weiß nicht, ob das too much Glitter ist. Ja, wahrscheinlich schon. Aber die Schuhe sind voll schön, oder? Also ich muss die noch richtig zumachen. Oh Mann, ich wünschte, ihr könnt mir jetzt helfen. Okay, das ist das andere Kleid, was ich eigentlich bestellt habe und eigentlich so schön fand. Ich fand es immer noch sehr schön. Es sitzt hier bloß immer noch nicht optimal hier. Aber von hinten ist es voll schön. Sieht so offen von hinten. Ist schon schön. Okay, ich habe mich letztes Mal auch einfach echt hässlich gefühlt, als ich die anprobiert habe. Ich habe irgendwie schön. Vielleicht wird's das. Und als letztes habe ich noch das Kleid. Das ist bodenlang. Das ist eigentlich ein bisschen zu lang. Das habe ich noch last minute bei Naked bestellt. Fabi hatte mir das empfohlen, eigentlich in kurz, aber das gab es nicht mehr. Wenn halt alle lange Kleider anziehen würden, würde ich das anziehen. Aber ich weiß es halt nicht. Also entweder das oder das andere Glitzer, ne? Kurze. Oh, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Es ist jetzt 43. Sehr pretty, aber schon sehr auffällig. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe übrigens auch so Glitzerspray bestellt. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Vielleicht erstmal ganz bisschen, falls es komisch aussieht. Oh gut. Ein bisschen glitzert man dann. Hätte ich mir auch zu sprühen, hä? Cool. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, das ist ein Maskenball. Aber ich habe nur zwei Masken, die beide doof aussehen. Zum einen die hier, aber die passt mir nicht. Und die macht mein Make-up jetzt kaputt. Also die werde ich nicht aufziehen. Ich werde, denke ich, einfach keine aufziehen. Weil ich denke mir, die meisten werden die eh direkt ausziehen. Dann wird noch diese schwarze. Just in case. Irgendwie. Weiß ich nicht so, was ich davon halten soll. Ich denke, it's a no. Das sind, denke ich, die Schuhe. Die sind ganz schön. Die sind echt angezogen. Auch sehr schön. Das Kleid ist auch stunning. Oh Mann. Das ist jetzt sogar das Kleid geworden. Es ist so ein Mess hier. Ich habe es nämlich jetzt noch abgeschnitten. Und jetzt passt es besser. Okay. Sophia will nur schon die ganze Zeit losfahren. Und ich sage ihr schon die ganze Zeit, dass sie noch ein bisschen Zeit braucht. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ich vlogge ein bisschen mit dem Handy mit. Ich hoffe, ich bin nicht zu overdressed, aber egal. Ich klotze auch. Jetzt 2:30 und ich bin wieder zu Hause. Ich muss mich jetzt abschminken. Ich bin früher gegangen, also die meisten sind sogar noch dort, aber einfach nur, weil ich so Fußschmerzen hatte. Alle hatten Ersatzschuhe dabei, außer ich. Ich habe da nicht dran gedacht. I didn't get the memo. Also ich habe keine mitgenommen. Es ging irgendwann nicht mehr. Meine Füße tun jetzt auch so weh. Ich konnte am Ende kaum mehr richtig laufen und stand dann nur noch so an der Wand und habe mich so angelehnt. Okay, ich muss jetzt unbedingt aus dem Kleid raus mich abschminken. Und ich bin eigentlich auch noch so fertig, auch wegen der Prüfung und so. Ich habe leider gar nicht so viel mitfilmen können. Ja, wir haben halt eigentlich einfach nur Party gemacht. Und ich habe mich auch wohl in dem Kleid gefühlt. Ich muss jetzt unbedingt das Bad nicht fertig machen, Bett fertig. Ich kann nicht mal jetzt normal laufen. Ich habe nicht mal Schuhe an. Das tut so weh.